So, bei mir steht jetzt Ivan Konsul. Du bist einer unserer neuen Spieler. Von Kroatien kommst du. Du hast aber bei vielen Vereinen in Kroatien gespielt und am Schluss dann in Graz. Darum sprichst du schon relativ gut Deutsch. Ja, und ja. Wir können dieses Interview miteinander machen. Zuerst einmal, wie fühlst du dich in der Schweiz überhaupt? Boah, für mich, das ist sehr schön hier, weil wir sind jetzt neue Mannschaft. Wir brauchen mehr Zeit vielleicht, aber das war sehr wichtig für uns nach diesem Spiel mit Steffisburg, nach diesem Verloren. Das war sehr wichtig für unseren Kopf. Ich glaube, der Druck, der war sehr groß im Team jetzt, damit dieses zweite Spiel auch wirklich gewonnen werden kann nach dieser doch Enttäuschung in Steffisburg. Ja, wie groß war gerade für dich der Druck jetzt in dieser Woche? Ja, das war sehr vielleicht eine schwere Woche, weil wir müssen gewinnen dieses Spiel zu Hause, weißt du. Wie hast du das Spiel gesehen? In der ersten Halbzeit, dünkt es mich, habt ihr gut gespielt. Dann nach der Pause gab es so ein bisschen einen Einbruch. Viele Fehler sind passiert, auch von deiner Seite. Ja, und dann habt ihr es aber doch nach Hause bringen können mit 9 Toren Vorsprung. Wie hast du das Spiel gesehen? Erste Halbzeit war sehr, sehr gut. Aber zweite Halbzeit vielleicht zu viele technische Fälle. Für mich auch. Aber am Ende 2 Punkte bleibt da. So, das ist wichtig für uns. Super, dann wünschen wir euch und dir vor allem auch viel Glück für die nächsten Spiele. Vielen Dank. Und noch viele Siege und Punkte für Handball Ende. Ja, genau. Vielen Dank. So, und bei mir ist jetzt Simon Huwiler. Simon, du bist der Urendiger eigentlich mit den Richsteiners zusammen. Du hast aber eigentlich den Rückschritt gegeben und jetzt stehst du gleich wieder auf der Platte, bist wieder zurück. Wir freuen uns natürlich alle. Du bist zusätzlich noch in der Sportkommission von Handball Endingen. Wie ist zu diesem Comeback jetzt gekommen? Ja, sie haben mich gefragt, weil der Nino Krsentic ausgefallen ist, weil der auf dem Dreier deckt, ob ich ein bisschen aushelfen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin sowieso manchmal hier in der Halle, wenn ich mit den Kollegen hier gehe, zu Nacht essen und so. Dann habe ich gesagt, ich kann mal ein bisschen früher kommen und dann ins Training und dann am Match. Ja. Wir freuen uns natürlich sehr, dass du wieder dabei bist. Wie bist du überhaupt in diesem Team integriert? Du hast die Vorbereitung ja nicht wirklich mitgemacht. Nein, also ich habe gar nichts gemacht eigentlich. Ich habe jetzt ich weiß gar nicht, wie viele Training das sind. Ich glaube, 4 habe ich mitgemacht. Also so jede Woche mal eins machen. Und aber es funktioniert eigentlich gut. Gut, zum heutigen Spiel. Du hast sicher auch das Spiel gegen Steffisburg noch gesehen. Jetzt hier gegen den HSB ein ganz anderes Spiel. Wie hast du es gesehen? Ja, es ist sicher. Das erste Spiel merkt man, ist die Anspannung so gross gewesen und sie haben sich einfach zu fest verkrampft. Heute ist es am Anfang sehr gut gelaufen. Und nachher hat es auch wieder ein bisschen einfach Nurz und so, aber ich glaube, jetzt, wenn er dann mal anläuft, dann läuft der Zug und dann geht es los, richtig? Das hoffen wir natürlich alle. Jetzt gerade auf deine Person bezogen, was ist so das, was du jetzt in dieser Situation für Handball Endingen kannst reinbringen? Es ist ja nicht ganz einfach nach dieser Startniederlage. Jetzt hat man das können wegmachen, einen 2 Punkte holen. Und was sind so die Sachen, die Eigenschaften, die du jetzt ins Team einbringen kannst? Ja, sicher Emotionen. Auch in das Training, wo ich komme, probiere ich pushen. Und, ja, dann tue ich halt mal einen irgendwie umreißen und so. Aber dann sage ich den anderen, ey, schau, im Spiel vielleicht nicht gerade so, aber man muss irgendwie ans Limit gehen, weil sonst gibt man nichts. Ja. Wir wünschen dir und Handball Endingen alles Gute und noch viel Sieg. Und schön, bist du wieder zurück. Ja, merci vielmals. Bei dieser grossen Nachfrage nach Peugeot werden wir nicht nervös. Selbst die kühnsten Autoträume werden ganz schnell Wirklichkeit. Und das Beste, es ist so einfach. Nehmen Sie ein Ticket, haben Sie einen Moment Geduld und schon geht's los. 367, Ihr Fahrzeug ist abholbereit. Für Peugeot, Garage Breitschmied in Wohlen und Grossgarage Baden und Wettigen. So geht Glück. Jackpots.ch. Jetzt mit bis zu 1000 Franken willkommen.